So, wieder zurück bei Hatred. Und wir bekommen es hier direkt ein bisschen mit ein paar mehreren Gegnern zu tun. Ja, wunderbar. Das fängt ja super an. Das fängt ja richtig gut an. Fängt sogar exzellent an. Super. Na, was soll man dazu noch sagen? Ich frage mich, wieso ich so schnell jetzt gestorben bin. Ich meine, okay. Ich habe ja auch jetzt nicht unbedingt unten auf den Lebensbalken geachtet, aber... naja. Aber jetzt weiß ich ja wenigstens, wie ich das Ding hier anfangen muss, das Level. Und zwar von hier aus direkt mal reinballern. Dann ein bisschen vorfahren. Und weitermachen. Time to die. Na, dann noch ein bisschen. Dann hier noch. Oh, da kommt einer raus. Freiwillig, cool. Da hinten. Das ist doch schön. Okay, ich sehe jetzt nicht so... ah, jetzt. Jetzt mal sehen, da haben wir noch ein paar Zivis. Die perfekt so stehen, dass ich sie nicht treffen kann. Super. Naja, okay, dann fahren wir mal rein. Jetzt brauche ich ja das Auto nicht mehr. Und ich habe ja auch noch mehr als genug Leben. Versuche nicht Held zu spielen. Jetzt erstmal hier hingehen. Enough playing outside. Time to complete my mission. Okay, jetzt muss ich die Sprengstoffzone erreichen. Ah, Crew Security ist hier gerade noch nicht. Komm, geht mir aus dem Weg. Na. So, jetzt muss ich hier erst einmal genau Türen öffnen. Dann. Oh Mann. Oh, jetzt kommen sie aber. Okay, wunderbar. Dann haben wir hier alle weggemacht. Dann weiter geht's. Jetzt kommen hier langsam Gegner. Ja, nice. Okay, okay, viel zu viele Leute, viel zu viele Leute. Fuck. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ein Respawn haben wir sogar, ja, nice. Aber ich hätte nicht erwartet, dass es jetzt doch so viele sind hier. Jetzt muss ich mir erst einmal hier ein bisschen
erstmal Leute hier holen zum Hinrichten. Ja, aber wenn sie jetzt kommen, das ist praktisch, ne? Da habe ich da nichts dagegen. Ich will mal gucken, ob jetzt vielleicht noch irgendwo eine Rüstung liegt. Das wäre nicht schlecht. Hey! So, mal sehen. Rüstung sieht hier nicht danach aus, ne? Schade. Dann muss ich wohl oder übel so da durchkommen. Irgendwie. Meine hinten sind Gegner noch mit Waffen. Wenn ich hier vielleicht so... so duck, dann passt es eigentlich. Okay, da hinten sind wieder Soldaten. So, dann holen wir uns den hier mal. Na, ich treffe sie ja nicht so gut. Da habe ich einen. Ich habe hier manchmal so ein paar ekelhafte Soundbugs. So. Machen wir einfach. Ah ne, es geht gar nicht in die Luft. Schade. Ah, doch jetzt. Na? Dann renne ich mal weg. Schnell, 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 renn. Eieiei, ich hab gar nichts mehr an Leben, ey. Komm. Du musst sterben für mein Wohl. Eventuell sollte ich auch mal komplett zurückgehen nochmal. Einfach nur, um noch ein bisschen Leute zu farmen. So. Genau dich suche ich doch. Da hinten noch ein paar Wissenschaftler mit Waffen, aber... die halten ja nichts aus, zum Glück. Oh, das ist schön. Das Militär kommt extra zu mir. Da fühle ich mich aber geehrt. Komm, trau dich hier raus. Das funktioniert ja besser als erwartet. Das ist ja richtig schön. Dann haben wir den hier noch. So, dann weiter geht's. Okay. Ah, da sind noch ein paar.
Na, nice. Da hinten sind sie jetzt und warten. Sehr schön. Na? Hier ist doch noch einer, genau. Eieiei, die FPS gehen hier aber mächtig in die Knie. Okay. Jetzt können wir hier durch. Oh Mann. Two nuclear cores. Two C4 explosives. Oh cool, ein Respawn-Punkt, nice. Ich hatte ja gar keinen mehr, nämlich, also zumindest auf jeden Fall keinen Respawn mehr. Der kann mich dadurch nicht treffen, oder? Nee, nee, das ist kugelsicheres Glas. So. Machen wir erstmal das hier kaputt. Schrecken wir die ein bisschen auf. So, von hier habe ich eine gute Position. Die treffen mich gar nicht. Gescheit. Okay, jetzt kommen sie aber. Jetzt kommen sie aber. Da muss ich vorsichtig sein dann. Okay, den treffe ich hier gerade gar nicht, aber so. Ja. So treffe ich auch den. Dann treffe ich auch die da. Ach du Kacke, sind da viele. Aber okay, es klappt ganz gut gerade. Einfach geduckt dahin laufen. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt weitergehen. Zum anderen Punkt. Oh Mann. Sehr schön. Das klappt wunderbar gerade. So, wunderbar. Komm. Stirb und du stirbst jetzt auch. Okay, da hinten sind Typen. Sehr schön, sehr schön. Der wollte Held spielen, das lasse ich nicht zu. Und jetzt sind wir hier gleich beim anderen Reaktor wahrscheinlich. Sieht ja auf jeden Fall schon sehr danach aus. Okay, hier sind sie jetzt natürlich. Und hier
kommen sie jetzt auch. Aber hey, die Soundbugs, die gehen einen richtig auf den Keks gerade. Na? Ja, mit Ducken, Laufen und so klappt das echt verdammt gut, muss man sagen. So, dann können wir jetzt hier hin. Und dann sind wir jetzt hier gleich beim zweiten Reaktor, oha. Dann gibt's einen mächtigen Badaboom wahrscheinlich. Wird schon schief gehen. Alright. In case it doesn't, I'll have to try to overload these cores from the control room. Das ist auch eine ganz gute Idee. Ja, wieder wie im letzten Raum versucht einer sein Glück. Aber dann holen wir uns den schnell. So, wunderbar. Dann weiter rennen. Komm. Schön rennen. Okay, da kommen sie jetzt, die Gegner. Na? Ey, die halten echt viel aus. Wo ist eigentlich dieser Kontrollraum? Wie komme ich da genau hin? Lass mal sehen, wenn ich ganz dann nach rechts laufe. Hier geht's gar nicht weiter. Ich glaube, ich weiß sogar, wo ich hin muss, doch. Da waren vorher zwei Wege. Und ich glaube, dann muss ich wahrscheinlich den anderen Weg von den beiden nehmen, logischerweise. Weil als wir hier rein sind, gab es noch den Weg hier nach oben. Oh Mann. Das war ein Fehler. Ich brauche Menschen. Der wollte eh Held spielen. Und jetzt kommen sie aber. Mann. Jetzt wollen sie mich tot sehen, ey. Aber ich meine, okay, beruht ja auf Gegenseitigkeit, dann ist das okay, glaube ich. Aber das Ducken ist ganz schön overpowered, ey. Die treffen mich fast gar nicht. So, da hinten war doch noch jemand. Was haben wir denn hier? So, Kontrollraum ist es, oder? Nee. Ist aber auch irgend so eine Art Kontrollraum, nehme ich mal an. Egal, weiter geht es. Hallo? Ah, da hinten ist er ja schon. Das war ja jetzt erstaunlich einfach. How do I overload the reactors? What? No, never! It will cause a massive explosion! Are you insane? That's what I want, and you will tell me. Or I'll make you die. Very fucking slowly.
do this! I will do this! No! I won't do that! I can't be responsible for this! Kill me again! Useless piece of shit. What is this fucking code? Keine Ahnung. Oder beziehungsweise ich glaube, ich habe mal gehört, der wäre 666. Lol, ja, nice. So, the time has come. Tja, wunderbar. Bin mal gespannt, ob jetzt noch irgendwas kommt, aber es sieht ja ganz so danach aus, wie als wäre das das letzte Level gewesen. Ja, das sind die Credits. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, man sieht sich beim nächsten Let's Play wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte durchaus Spaß an dem Spiel. Würde ich sagen, bis dann. Ciao.
my enemies. If you're still alive, I'm coming for you now. To bring you fucking right. With all my dedication to come and you lie and die. I will never stop you to blast this pride. I will fucking find every single trace of you. Eradicate your joy, your pleasure and your proof. With all your dreams and your gates of the past. Cause I am here to demolish you. Die, bitch. Die, motherfucker. Die, Jessica. Die in convulsion. Die in fucking pain.